Jo, Pokémon Schild, herzlich willkommen zurück. Wir sammeln hier fleißig. Wir sind auf der Rüstungsinsel, für die Leute, die es jetzt nicht wissen. Das DLC ist seit dem 17. draußen und da ist ein Wuffels. Pokémon aus Alola. Ist, glaube ich, noch vom Typ Normal oder ist es schon vom Typ Gestein? Das ist halt die große Frage. Es wird auf jeden Fall so einen relativ coolen Pokémon mit zwei verschiedenen Formen. Ich habe eine Tag- und eine Nachtform. Und dieses Wuffels zickt nicht so rum wie das Pummeluff, was wir in der letzten Folge noch am Ende geholt haben. Wollen wir noch in Charnier reinkommen ist. So. Jedenfalls haben wir es gefangen. Ist es vom Typ Gestein tatsächlich? Ich überlege gerade, aber ich meine, das ist tatsächlich nur. Ich kann es immer noch ziehen. Ne? Da haben wir noch ein Haspirohr, da haben wir noch ein Klavion, das haben wir ja schon gefangen. Das Charnera nur nicht, ne? Das hier irgendwie. Das ärgert mich gerade, dass ich das nicht gefangen habe. Pummel auf dich habe ich schon, du brauchst mir nicht hinterher zu schweben. Oh, Haspirohr. Tanatora rausnehmen. Und tatsächlich werde ich mir Wolverock in, also Wuffels ins Team holen. Ist vom Typ ähnlicher Typ. So. Warte mal, ich habe ja nur noch ein Item. Wenn es klappt. Die Frage ist es. Warte mal, hier ist noch ein L. Wuffels, da ist es. Ich weiß nicht, ob ich es vom Level abkriege. Nicht ganz. Ah, schade. Das kriegen wir aber hin im Training. So, ich guck mal gerade, was ich für Attacken für das Pokémon hab. Ich glaube, du musst wahrscheinlich nicht weiterentwickeln erst, bevor du da irgendwas lernen kannst. Machen wir das doch. Dann irgendwie gleich. So, und ich will dieses Pfeiler da mal. Oh, ein Starmie! Ein Wasser-Psycho-Pokémon aus der ersten Generation? Ja, wie geil ist das denn? Wenn er noch wach. Privat habe ich tatsächlich damals Schwarz und Weiß 2. Da habe ich auf jeden Fall ein Team gehabt. Oh, ich warte auf ein schönes Pokémon. Ich hoffe, dass es das gibt tatsächlich. Oh, das wäre cool, wenn es das hier gibt. Ich würde mir nämlich gerne links fangen. Kabuno. Ach, unten nicht wäre das cool. Also, das ist Drachen-Pokémon. Und dieses Charmie ist auf jeden Fall erstmal beim Giftkrieg. Dann fangen wir es mal. Ja, du warst klar, dass du ausbrichst. So viel entdecken hier, ne? So, jetzt gehst du mal rein, endlich. Hab's. Sehr schön. Abgekriegt und Wuffels entwickelt sich. Mal gucken, welche Form wir kriegen. Wolverock heißt auf jeden Fall die Weiterentwicklung. Das ist, glaube ich, die Tagform. So ein Tiefschlag brauchen wir nicht. Durch damit kriegen wir ebenfalls noch einen Eintrag. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den Wolverwerk beibringen könnte noch.
eigentlich. So viel gar nicht, ne? Das würde Durchbruch können. Was kannst du denn überhaupt schon? Tarnsteine, Steinkanter. Oh. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wenn ich jetzt auch Steinhagel hätte, für Steinkante vielleicht. Doch hier, wollte gerade sagen. Ne, für Steinscheine, so. Und dann haben wir ein gutes, relativ solides Stein-Pokémon. So. Ich will diesen Wal da oben haben, definitiv. Ich weiß nicht, ob der sich so leicht fangen lässt. Pochball. Tentacha. Okay, noch wieder erste Generation. Das heißt, wir dürfen mal da fangen. Ja, machst du das schon, ne? Jo, bleib drin. Sehr schön. Das nächste Karte von Pokémon, was wir jetzt gefangen haben. Auch erste Generation wieder. In den nächsten Folgen werden wir das Ding hier sowieso erkunden. Frage, gibt es auf dieser kleinen Insel tatsächlich noch Pokémon? Oder bist du ein Trainer drin? Ja, gut, wir quatschen mit uns. Okay, dann muss ich mal. Hallo, ich komme aus einer anderen Region und suche nach Pokémon aus Gala. Hast du vielleicht ein Galapantimus? Wenn ja, würdest du ein Galapantimus gegen ein Pantimus aus meiner Region tauschen? Uff, muss ich gucken, ich habe glaube ich eins. Ich weiß es aber noch nicht. Warte mal. Habe ich eins gefangen? Ja, hier unten. Dann kriegst du es. Ich brauch's eh nicht. Ich kann es mir ja eh immer wieder auf gute 10 fangen. Also daher ist es eher unwichtig. So. Und dafür kriegen wir ein normales Pantimus. Ein Kaptopantimus. Ja. Genau, du möchtest schon wieder mehrmals tauschen. Und was haben wir hier auch? Das ist nicht so gut. Jetzt haben wir einen Fall. Da ist ein Item. Ich wollte gerade sagen, ich habe es auch im Augenwinkel noch irgendwie blinken sehen. So, dann gehen wir uns auf diesen Wal. Ich weiß nicht, ob ich den fangen kann. Das ist, glaube ich, von der Größe her das größte Pokémon überhaupt im Gala. Ja, du kannst fangen. Also, theoretisch halt. Rheinort. Also die Giga-Fahrer von der Giga-Dynamax-Form hat. What the fuck, Level 80? Okay. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte, okay, Level 60 ist in Ordnung, aber dieses Pokémon ist Level 80 schon. Aua! Ich will jetzt keinen Meisterball von dir. Dann müssen wir mal den... Kappe. Jetzt sollen wir noch... Jetzt fangen? Okay. Ich will jetzt aber damit entziehen. So, dann gehen wir mal auf Sammeln. Ich kann auch kein Dynamax einsetzen, ne? So, ist das gut. Ich wollte den Kraft aushalten, weil ich die Pflanze Drache. Uah, ich hätte es gerne gehabt. Jetzt Pokémon. Ja, nehmen wir das mal mit. Wird wahrscheinlich schwierig sein, das zu fangen. Aber seid dran. Was gibt mir denn Erfahrungspunkte? Level 68 über Elektro. Meter groß und 398 Kilo schwer. Okay. So. Ja, wie cool ist das denn? Wir haben es tatsächlich uns
eingesagt. Und wie gesagt, das sind einige Raids. 4 Stück, 5 Stück. Sehe ich gerade mal so vernünftig. Ah, da hinten, das ist... Oh, gut. Das Ding ist ja... Aber hier. Was ist das hier? Hilfe! Hör mal, ich will wissen, was das ist. Du Heido! Level 60! Scheiße, ich hab immer so geschenkt bekommen. Ich hab ganz Angst. Ja, und das wird auch drin. Also bis jetzt haben wir echt Glück mit den Pokémon, dass wir hier einiges gefangen bekommen. So, ich hole mir mal mit Piodragi gleich mal zurück ins Leben. Was auch ähnlich. Auch nicht schlecht eigentlich für der Typ Kombi. So, was haben wir hier noch? Warte mal. Trinke, da wollte ich hin. Ich verbreite jetzt natürlich nicht meinen Top-Beleber. Ich habe ohne einen Beleber bekommen. So, noch einen Trink mitnehmen. So, ja. Wunderbar. Hat sich doch gelohnt heute auf jeden Fall schon mal wieder. Dann haben wir hier. Ah, Kugelei, ja. Hallo, hallo da. Ja, da muss ich noch was für. Da gehe ich auf den normalen Hyperball. Hier muss es auch vom Typ Fee sein, nicht Typ Pflanze. Also bitte nicht verwechseln, ich glaube, es dürfte nicht Typ Pflanze sein. Ah, klar, cool, ey, bleib raus. Doch, das ist, ne? Ich kann Blätter fangen, sehr gut, das ist klar. Das erinnert ja so ein bisschen an diesen, Haarschmuck, Blumenschmuck da aus Hawaii, an die Alola-Region ja angelehnt ist. Ah, es macht tatsächlich so Spaß hier. Man sieht so viele Pokémon, alte Pokémon vor allen Dingen, Tatara, Stami, das war die wir ja schon mal gefangen haben, und Fleckmon, klar, Haspirohr und. Kannst du mal drin bleiben, Liebes? Das schlägt sich selbst, das ist gut. Das muss doch eigentlich einfacher sein, je höher man ist, weil wir höher sind vom Level. Scheinbar die KP wieder zurück. Ja, so ein bisschen. Da probieren wir es halt nochmal. Du bist noch Blättertanz. Einmal dürfst du dich schlagen, okay? Ja, ohne dich zu finden ist nicht. Ich will eigentlich ungern mit Giftstreich rauf. Weil ich glaube, wenn es wirklich von der Pflanze fehl ist, dann haben wir ein Problem mit einer Giftattacke. Ja, natürlich. Weiter irgendwie. Ich weiß nicht, wie viel, ne? Stand uns tatsächlich komplett zu mit. Ja, ich hatte gehofft. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es tatsächlich jetzt drin bleibt. Mm-hmm.
Ach, jetzt setzen wir den Superball. So. Jetzt haben wir's. Mit dem gefühlten fünften Mal haben wir Kurelei gefangen. Typ P. Okay, nicht zur Pflanze, sondern Typ P. Da ist ein Pokéball. Den habe ich doch gerade gesehen. Ein Sonnenstein. Oh, wie cool. Mal gerade hier rein. Vielleicht gibt es hier irgendwas Interessantes. Die Tapferkeitshöhle. Okay. Nehmen wir mal den Lupertank und müssen wir uns wieder ein bisschen erholen. Ja, eine Umstellung habe ich gemacht tatsächlich. Ich habe Volvo gezogen. Ich würde mir definitiv auch noch ein Wasser vorkommen und ins Team nehmen. Ich würde dann gerade. Ich weiß, das hinten ist noch ein Item. Ich habe das gesehen. Ein Klopfepuss, das kennen wir ja schon aus Tacha, Wälder, Tektas, wow. Das kennen wir ja schon, Kamalm, das Pokémon kennen wir schon, das kennen wir schon, dich kennen wir schon, Kastellit kennen wir schon, Riesenpilz. Oh, hier ist ein Scharnierer. Das hatte ich nämlich, ist mir nämlich entkommen. Das war mir nämlich entkommen. Das möchte ich nämlich noch gerne mitnehmen. In der letzten Folge ist mir das uns nicht entkommen. Da sind wir auch gleich schon durch. Na, es bleibt tatsächlich. Es bleibt tatsächlich noch. Nehmen wir mal die Kreuzsche. Eigentlich sollten wir ohne Probleme überleben. Eigentlich. Nein, das ist schon das zweite Scharnierer, aber den wir platt machen. Ich hätte es so gerne genommen. Also nicht im Team, sondern ich würde es mir gerne tatsächlich. Um alleine meine Sammlung hinzuzufügen, würde ich es mir gerne fangen. Strand der Prüfung. Hier sind neue Pokémon. Wieder neue Wasser-Pokémon. Jawohl, ein Krabo-Tag. Wasser und ich. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Wasser-Pokémon. Wir halten einen Netzball. Machen wir das doch. Wasser und ich. Das macht tatsächlich keine Zicken. Geht in den Ball und bleibt auch dort. Oh, ihr könnt so schön leveln hier. Klar, viele neue Pokémon hier. Eigentlich wollte ich mich wirklich ein bisschen umgucken. Oh, Ogel, das haben wir. Das kennen wir tatsächlich schon aus der Story. Das hat ja der gute Hopp mal eine Weile im Team gehabt. Also, wir werden auf jeden Fall fangen. Das ist tatsächlich ein bestimmtes Pokémon. Wenn das es gibt. Nee. Okay, Capuno, Duodino, das wäre cool, wenn die. Oh. Das. Aua, hör so auf mit der Scheiße! Alles Level 60 auf Pokémon, klar. Aber jetzt auch in der Naturzone. Weil klappt. Weil wir ja Eminalos haben. Dann gehen wir auf Hitzeauer, dann verschwinden wir dieses Urgel erstmal runter. So, und gehen wir hier. Das wird wieder das letzte Pokémon sein, das wir fangen. Und das geht tatsächlich in den Ball. Ja, wie gesagt, ich kann sagen, dass man die. Ich überlege aber nämlich da nicht tatsächlich nicht so ganz tief zu füllen. So, Orge ist im Team. Also, geht es nicht tatsächlich. So, was haben wir hier noch oben? Ach, das ist der komische Fisch. Okay. Ein Mopeko. Ja, das sind jetzt bekannte Pokémon. Oh, da oben ist ein Piodragi.
Philippa, Anton, Magnetilo. Okay. Das werden wir tatsächlich dann in der nächsten Folge angucken, weil wir Anton, Magnetilo würde ich auf jeden Fall noch fangen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Shit.